Willkommen zurück bei Garn. Wir machen einfach das, was wir beim letzten Mal machen wollten. Weiter. Unsere Schreinreinigungstour. Waren wir hier schon dran? Anscheinend schon. Direkt der nächste da hinten. Unsere Besessenheit heilen wir auch direkt mal. Wo war der nächste Schrein? Da oben. Ach ja, da. Ja, gut. Aber ich glaube, wir pennen vorher noch mal schnell. Ah, hier. Jo. So, hier hinten irgendwo ums Eck war das ja. Eine Steintafel liegt ja auch noch. Sehr schön. Was für ein Gang? Naja, egal. Lernen wir trotzdem. Akanta. Jo, Akanta. Nochmal eine. Ach, hier, so. Ach, Stärke, geil. Akanta. Das war Stärke, sondern auch ein Schneien. Okay. So, dann jetzt nach Norden laufen einfach. Erstmal hier. Ich habe ja genug davon. Also mal rein damit. Einfach hoch. Ach ja, da war ja da hinten. Bei der Rittershöhle in der Nähe. Glaube ich. Ja, gut. Gut.
Da lang. Ah, da unten steht er ja. Gut. Direkt hier oben war auch ein, ja. So. Zwei übrig. Gehen wir erstmal zurück und schauen uns den an, der da hinten steht. Wer steht denn da? Ach, hier bestimmt Till und Rosi. Hey! Was machst du hier in der Wildnis? Es war nicht mehr zum Aushalten auf Sekops Hof. Sekop ist ständig völlig ausgerastet. Man konnte sich nachher überhaupt nicht mehr mit ihm unterhalten. Ewig dieses Gebrülle. Ich muss hier weg. Weiß aber nicht, wohin. Interesse an einem kleinen Handel? Was kannst du mir anbieten? Was willst du haben? Ja, nichts. Ich hole dich hier raus. Ich kann dich in die Stadt bringen. Das werde ich dir nie vergessen. Ich werde es dir natürlich bezahlen. Geh du vor. Wir folgen dir. Na gut. Und auf dem Weg können wir den Schrein reinigen, der hier irgendwo steht. Ach, da vorne ist er doch schon. Ach, der ist aber schon gut. Ich will keine Geschicklichkeit, ich will Stärke haben, Inos. Wie viel Geschick haben wir? 58. Das ist doch schon ziemlich gut eigentlich. wenn das der nicht ist, die da auch alle nicht. Dann da oben der, also beim schwarzen Trolleimer und der bei den Pyramiden. Die beiden müssten das ja dann sein, oder nicht? In die Wildnis kamen die, aber nicht bis in die Stadt oder was? Weit weg von zu Hause, was? Papa kann dir hier nicht mehr helfen. Deine große Klappe stopfe ich dir noch irgendwann. Du Pfeife kannst froh sein, wenn ich dich leben lasse. Dann lass mich doch einfach in Ruhe. Okay, weiter. Hä?
Warum ist er? Oh, er hat noch 5 Rohstahl. Sehr schön. Stärke Bonus 10. Wir haben ja schon ein schönes. Das können wir uns reinpfeifen. Wir haben Stärke Bonus 10 und das ist halt auch. Ist halt dasselbe. Schade, dass er nur ein Amulett in Zeit tragen kann. Wie viele alte Steintafeln haben wir? Keine, so wie es ausschaut. So, sollte da? Ja. Oh wei. Oh wei, oh wei. Da müssen wir speichern. Meister sagen, Orkanführer bringen Kopf vom großen Paladin. Du jetzt sterben durch meine Hand, Krangner! Jo. Gut gemacht. Gut. Den da auch direkt. Oh nee. Für das Gold, du Held. Ja, ja, Till, du kleine Pfeife. Wie viel von diesen Orkringen habe ich inzwischen wieder? 2. So, Leute. Erzähl mir nicht sowas. Wo ist Rosi? Er erzählt alles weiter. Er redet einfach zu viel. Ach, da ist sie. Nun komme ich alleine zurecht. Ich danke dir. Was hätte ich bloß ohne dich gemacht? Ich hoffe, diese bescheidene Gabe wird dich angemessen belohnen. Ja, danke. Ach nee, so war das. Okay, dann jetzt wieder nach oben. Dann nehmen wir direkt das Portal, das wir da oben sind. Das ist doch geil. So. Und direkt wieder rein. Mm-hmm.
hier ist auch nichts mehr. Schön wäre es, wenn dieses Gitter auf wäre. Hätte ich einfach hier durchgehen können. Aber nein, ich muss da außen rumlaufen. Naja, egal. Was macht ein Troll hier unten? Naja, egal. 500 Erfahrung für uns, ne? In die Höhle da hinten, wo das Schwert jetzt rauf zeigt, kann man auch noch mal rein. So, jetzt endlich. Deutsche Sprache, schwere Sprache, ne? Manchmal habe ich es nicht so mit dem Satzbau. Born auch. Wir haben Hühnersuppe gegessen und das sage ich. Hühnerhuppe. Hä? Hallo? Oh, mein Troll ist jetzt. Immer nicht bei dem Ort da unten bei der Stadt. Aber warum wurde er mir nicht anvisiert? So wie er hier. Gehen wir weiter. Der Schrein da hinten ist 100%ig befallen. Oh. Steintafel. Gewähre mir deine Hilfe und reinige diesen Schrein. Noch einer übrig. Na gut. Akanta. Schon auf 66%. Ne, falsch. Wo war der nächste Schrein? Ach ja, da oben. Kurz vor der Höhle für die Feuermaria-Prüfung. So. Das war eine Welle. Egal. Nee. So. Das da hinten müsste ja jetzt auch der letzte sein, hoffe ich doch. Thank you.
So. Ich schätze, das sollte das letzte Mal gewesen sein. Hoffe ich doch. Dann können wir wieder zum Kloster. Der wächst sich als Sauber, bevor ich noch Unfug damit anstelle. Das hätte er doch besser wissen müssen. Das war keine große Sache. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Ich habe alle Schreine gereinigt. Vortrefflich gemacht, mein Sohn. Ich bin stolz auf dich. Möge Innos über dich wachen. Nimm dieses Amulett der Macht an dich, auf das es dir im Kampf gegen den Feind nutzen möge. Mal schauen, was das für eins ist. Stärke 8, da. Und wie geht es weiter? Das hier, der Meister der Drachen, ne? Ja, und jetzt? Ich muss doch nach Ildurat, oder habe ich was übersehen? Das will doch keiner wissen. Das ist doch nichts Neues. So. Das habe ich früher auch immer gesehen. Und er hier? Ich habe alle Drachen getötet. Ehrlich? Das ist ja mehr als ein Hoffnungsschimmer am Horizont. Jetzt müssen wir dem Bösen nur noch den Kopf abschlagen. Wenn du das geschafft hast, dann werden wir den Krieg gewinnen. Ich? Natürlich du. Wer denn sonst? Ups. Mal einmal ganz kurz. War das ein Schock? Spieladen. Das ist jetzt nicht wahr, ne? Okay. Ich bin selber schuld. Habe ich einen Geschwindigkeitstrank immerhin? Nö. Na gut. Das überspringen wir jetzt, hatten wir schon. Yeah.
So, nehmen wir den einmal. So, jetzt aber. Okay. Aber das hier weg. Ich habe alle Drachen getötet. Ehrlich? Das ist ja mehr als ein Hoffnungsschimmer am Horizont. Jetzt müssen wir dem Bösen nur noch den Kopf abschlagen. Wenn du das geschafft hast, dann werden wir den Krieg gewinnen. Ich? Natürlich du. Wer denn sonst? Mhm. Und jetzt falle ich wieder darunter, ne? So. Hatten wir eben schon. Ups, nee. Nochmal in die Stadt. Hallo, das ist sauber. Warum geht's nicht weg? Ah, jetzt. Schlimme Zeiten sind das. Das habe ich schon immer gesagt. Schauen wir mal beim Schiff nach. Ob es da Schwierigkeiten gibt oder ob wir da eventuell weitermachen können. Weil ich auch demnächst irgendwann nach Irdorat möchte. Nicht, dass es jetzt nicht mit der Geschichte weitergeht hier. Moment, wo willst du hin? Ich wollte... Tut mir leid, du kannst hier nicht vorbei. Ich will auf das Schiff. Niemand darf das Schiff betreten. Ich habe meine Befehle. Ich werde jeden töten, der das Schiff unbefugt betritt. Im Namen Innos, ich werde das Schiff mit meinem Leben verteidigen. Misstraust du mir? Nein, ich befolge nur meine Befehle. Mhm. Dann solltest du wissen, wer hier den höheren Rang hat. Ja, Sir. Hiermit befehle ich dir, mir Zugang zum Schiff zu gewähren. Verstanden, Sir. Zugang wird gewährt. Oh, sehr schön. Ach, jetzt steht er da. Kannst du mir mal verraten, was du hier treibst? Ich brauche das Schiff. Also werde ich es mir nehmen. Das kannst du nicht tun. Der Erztransport. Das Erz im Minental wird nicht reichen, um den König zufriedenzustellen. Ich war dort. Da ist nichts mehr zu holen. Hagens Mission ist eine Farce. Die eigentliche Bedrohung hat ihre Wurzeln auf einer vorgelegenen Insel nicht weit von hier. Ich werde dorthin segeln und sie beenden. Entweder du schließt dich mir an, oder ich muss dich aus dem Weg räumen. Du hast die Wahl. Hm. Hört sich an, als hätte ich keine Wahl. Richtig. Nun gut, ich werde mich dir anschließen.
aber nur unter einer Bedingung. Wenn wir die Sache erledigt haben, wirst du mir das Schiff wieder übergeben. Klar? Damit kann ich leben. Dann tu, was du tun musst. Ich werde hier auf dich warten. Warte mal. Wenn wir die Sache erledigt haben, wirst du mir das Schiff wieder übergeben. Klar? Nee, hier wollte ich gucken. Aber machen wir auch einfach den hier, ne? Geht schneller, ja. Und hier? Ja, dauert immer noch ein bisschen. Kann ich den jetzt mitnehmen hier? Wie laufen die Geschäfte? Lausig. Warum hat mir keiner gesagt, dass Corinis in der Zwischenzeit so verkommen ist? Keine Ahnung. Ich habe die Stadt so kennengelernt. Hättest mal vor einigen Jahren hier sein sollen. Es hätte dir gefallen. Na gut. Ich habe noch etwas über die Heerführer der Orks zu berichten. Dann lass mal hören. Ich kann dir einige weitere Orkringe geben. Ich bin stolz auf dich. Weiter so. Bald werden wir sie in die Knie gezwungen haben. Jo. Hier, ich gebe dir etwas Gold für deine Ausrüstung. Sehr schön. Nee, hier wollte ich schon. Gut. Schauen wir noch mal da hinten bei... Salandriel ist doch, glaube ich, vorbei. Erstmal bei ihm hier. Zeig mir deine Ware. Ja, nee. Ich speichere lieber mal. Das ist mal wieder typisch. Zeig mir deine Ware. Es ist mir eine Ehre, edler Streiter. Ja, nee. Er sollte lieber den Mund halten. Na gut. Ich glaube da nicht dran. Wirklich? Das ist ja interessant. Das darfst du keinem erzählen. Ach, erzähl mir nicht sowas. Und Jens? Ries es nicht weiter, oder was? Nicht mehr, wem man noch glauben soll. Er stellt sich das immer so einfach. Gehen wir nochmal ins Kloster. Ne, hier so war das. So, so und so. Oder habe ich unten was vergessen aufzuheben? Oder muss ich mir erst die Seekarte von Ödoroth anschauen? Aha! Hey, ich habe gehört, du warst ziemlich lange im Keller des Klosters. Was hast du herausgefunden? Ich weiß jetzt, wo sich der Feind versteckt hält. Es ist eine kleine Insel, nicht weit von hier. Das ist unsere große Chance. Wir müssen sofort aufbrechen und das Böse endgültig vernichten. Hast du schon mit Jego darüber gesprochen? Ich denke, er wird dich begleiten wollen. Was ist mit Gorn? Rede mal mit ihm. Ich habe gehört, dass er wieder aus dem Minental zurückgekehrt ist. Und vergiss Lester nicht. Wenn du ihn nicht aus seinem Tal herausholst, wird er dann noch vergammeln. Meine Rolle dabei kenne ich auch schon. Ich kann dein Mana steigern und dem Runenbau behilflich sein, wenn wir gegen den Feind antreten. Wann geht's los? Willkommen an Bord. Wir treffen uns am besten am Hafen. Warte dort auf mich. Gut, wenn du soweit bist, werde ich dort sein.
Gut. Gehen wir nochmal zu Büraka und schauen nach. Das hätte ich dir vorher sagen können. Vielleicht hat er jetzt nochmal was zu sagen. Mich fragt ja keiner. Ich weiß, wo die Hallen von Edora zu finden sind. Der Tempel befindet sich auf einer Insel. Ich habe eine Seekarte gefunden, die mir den Weg zeigt. Das ist großartig. Dann wirst du ein Schiff und eine Crew brauchen, um dem Feind die Stirn zu bieten. Aber bedenke, dass du dafür gut gerüstet sein musst, wenn der Sieg über den Meister von Irdorath gelingen soll. Wo kann ich eine Crew finden? Deine Mannschaft sollte aus Männern deines Vertrauens bestehen. Rede mit deinen Freunden und beachte dabei, dass sie dir von Nutzen sind, wenn du auf der Insel bist. Du wirst auch einen Magier brauchen. Nur leider kann ich hier im Kloster keinen Mann entbehren. Du wirst einen Magier fragen müssen, der seinen Dienst nicht hier im Kloster verrichtet. Na, Jorgen will ich nicht mitnehmen. Obwohl, die Quest haben wir eigentlich schon erledigt mit Sördersturm. Jorgen ist ein erfahrener Seemann. Er könnte mir helfen, zur Insel von Irdorath zu kommen. So einfach wird das nicht gehen, fürchte ich. Er hat sich verpflichtet, für die Bruderschaft zu arbeiten. Er hat weder den Tribut entrichtet, noch ein Schaf ins Kloster gebracht. Jorgen muss erst seine Arbeiten verrichten. Dann könntest du ihn mitnehmen. Wie lange wird das dauern? Er hat die Vorräte aufgebraucht, die einer der Novizen in 3 ganzen Wochen verbraucht hätte. Und das gleich am ersten Tag. Also, vor 3 Monaten harter Arbeit in unseren Gärten werde ich ihn nicht entlassen. Was kann ich tun, um Jorgen jetzt mitnehmen zu können? In der Tat gäbe es eine Sache, die du für mich erledigen könntest. Dein gutes Verhältnis zu Xardas könnte dir dabei helfen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass in seinem Turm in den letzten Tagen recht seltsame Dinge vor sich gehen. Viele Einwohner der Stadt hören des Nachts laute Schreie von dort und seltsame Lichter tanzen über seinem Turm. Als ob wir nicht schon genug am Hals hätten. Sieh nach, was da vor sich geht und sorge dafür, dass es aufhört. Dann kannst du Jorgen haben. Die Sache mit Xardas Turm hat sich erledigt. Was war denn da los? Nein, warte. Ich will es gar nicht wissen. Wenn du Jorgen immer noch willst, dann nimm ihn mit auf deine Reise. Möge Innos dich beschützen. Ja, nee. Ich wollte nur die Erfahrung haben. Gut, dann gehen wir mal... Nee. Lester holen. Der war ja bei Xardas Turm. Ich habe herausgefunden, wo sich der Feind versteckt. Frag mich nicht wieso, aber ich spüre, dass ich dich begleiten sollte. Wie meinst du das? Ich kann es nicht erklären, aber ich weiß, dass ich die Antworten nur erfahre, wenn ich dich begleite. Dann komm mit und hol dir deine Antworten. Wir treffen uns am Hafen. Wenn ich soweit bin, werde ich dorthin kommen. Beeil dich, unsere Zeit ist knapp. Jo. Dann nochmal schnell in die Stadt. Und Diego mitnehmen. Und ich glaube, als Kapitän nehmen wir dieses Mal Torloff mit. Letztes Mal hatten wir Jack, aber... oder ich gerade mal so 13 bis 30... also 13 bis 30 Abos. Und fast keine Leute haben das geschaut. Naja. Wie auch immer. Die Probleme habe ich kommen sehen. Da hatte ich halt ja mal so Wiedergabezeit von so 0,2, 0,3 Stunden und jetzt halt manchmal 3, manchmal 4. So. Ich werde Korinnes verlassen. Kluge Entscheidung. Ich wünschte, ich könnte mit. Die Stadt hat sich zu sehr verändert. Die Zeit des schnellen Goldes ist vorbei. Ich könnte dich im Bogenschießen, Schlösser knacken und Geschicklichkeit unterrichten. Außerdem kannst du sicher einen guten Dieb gebrauchen. Ja, komm mit. Komm doch mit. Wir werden uns am Hafen versammeln. Ah, du hast recht. Korinnes ist ein Loch. Ich werde mit dir gehen. Warte einen Augenblick, ich bin sofort fertig.
So, ich bin bereit. Wir sehen uns am Schiff. Gut. Dann gehen wir noch mal ganz schnell zum Bauern. Und fragen Gorn. Dann haben wir auch unsere vier Freunde, oder? Ich glaube ja nicht, dass das alles ist. Hey, du! ja. Ich könnte dich und deine Axt gebrauchen. Na, das wundert mich nicht. Was kann ich für dich tun? Würdest du mit mir zu einer Insel segeln und dem Feind in den Arsch treten? Klar. Sofort. Sag mir nur, was ich tun muss. Komm zu mir an Bord. Warte am Hafen auf mich. Ein Schiff? Ha. Eins muss man dir lassen. Mit dir wird es nie langweilig. Komm schnell nach. Jo. Hier, Lee, du kannst auch mitkommen. Ach so, ja, hier. Hast du eine Ahnung, wie ich an das Schiff der Paladine komme? Meinst du, dann wäre ich noch hier? Das Ding ist besser bewacht als früher die Erztransporte des alten Lagers. Es muss doch eine Möglichkeit geben, auf das Schiff zu kommen. Klar, draufkommen ist einfach. Aber das ist doch nicht alles. Um das Schiff zu lenken, brauchst du einen Kapitän, eine Mannschaft und so weiter. Da hängt ein riesiger Rattenschwanz dran. Kennst du jemanden, der ein Schiff lenken kann? Soviel ich weiß, ist Torloff früher zur See gefahren. Er kennt sich aus. Wen soll ich als Mannschaft anheuern? Das musst du selbst entscheiden. Aber ich würde nur Leute mitnehmen, denen ich vertraue. Hast du genug Leute, denen du vertraust? Wenn du einen Schmied in deiner Mannschaft brauchst, solltest du Bennett fragen. Er ist sicherlich der Beste, den du je finden wirst. Mhm. Würdest du mit aufs Schiff kommen? Machst du Witze? Natürlich wäre ich dabei. Ich habe auf dem Festland noch ein paar alte Rechnungen zu begleichen. Außerdem könnte ich dich im Kampf mit der Ein- und der Zweihandwaffe unterweisen. Ich könnte also von großem Nutzen für dich sein. Jo. Gut. Dann pack deine Sachen. Was denn? Jetzt sofort? Ja. Ich habe vor, hier zu verschwinden. Und wenn du mitkommen willst, komm zum Hafen. Wir treffen uns am Schiff. Ich habe schon so lange auf diesen Moment gewartet. Ich werde dort sein. Sehr schön. Ups, so. Und beim nächsten Mal quatschen wir, oder beim nächsten Mal quatschen wir mit Torloff. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da. Und dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder. Glaubst du echt, da kommt jetzt noch was? Ich meine, wer so dämlich ist, sich auf so einen Quatsch einzulassen, der hat doch nicht besser verdient.